Hallo zusammen, heute dreht sich's mal komplett um die Quitte. Ich bin Harry und schön, dass du bei mir und der Quitte bist. Quitten haben Saison von Mitte, Ende Oktober bis Ende November und ich zeige euch heute, wie man hier draus, also aus diesen lecker Quitten, ein schönes Gelee herstellt. Ach, und nebenbei zeige ich euch noch, wie der Entsafter funktioniert. Also das Beste am Entsafter ist, dass ihr hier wenig Arbeit mit habt. Ihr habt hier so einen Siebeinsatz im Entsafter und den macht ihr einfach voll mit Quitten. Dazu nehmt ihr die Quitten und das sind jetzt so die einzigen Arbeitsschritte, die ihr braucht. Die Quitte wird einfach gut abgerieben. Ja, schön abreiben, bis die schön glänzt. Ja, die glänzt jetzt sehr, sehr gut. Ja, ich zeige euch das mal und zwar hat diese Quitte hier so einen Flaum. Ja, das ist nicht irgendwie alt oder eklig, sondern das ist so eine Schutzschicht von der Quitte. Und die reibt ihr einfach nur ab. Also Quitten müssen nicht gewaschen werden, sondern die könnt ihr einfach nur schön abreiben. Ich mache es immer so, dass ich einfach so viele Quitten nehme, bis ich meinen Entsafter voll habe und gar nicht so nach Mengen gehe. Aber für euch wiege ich das mal, damit ihr mal seht, wie viel das ist. Ich schreibe euch das unten wieder in die Videobeschreibung mit rein, wie viel Kilogramm ich heute verarbeitet habe. So, nach einer gewissen Zeit müsst ihr euer Lappen oder euer Tuch mal ein bisschen ausschütteln, ja, damit ihr wieder Platz habt für den neuen Flaum und dann reibt er einfach wieder weiter. Wenn ihr jetzt eine Quitte habt, die hier schon so eine Stelle hat, das ist nicht schlimm. Die könnt ihr genauso gut mitverwenden. Wir schauen uns die gleich an, wenn wir die aufschneiden, wie das Ganze aussieht innen drin. So, ich glaube, jetzt müsste ich langsam genug haben. Also Quitten ist ein relativ teures Obst, wenn ihr es kaufen müsst. Ich habe es jetzt gesehen, in Kassel hat es 7 Euro gekostet pro Kilo im Bioladen. Gut, da kann ich ein bisschen lachen drüber, denn Quitten sind irgendwie immer bio. Ja, ich wüsste nicht, mit was man die Bäume oder irgendwas behandeln sollte. Also, naja, gut. Also es gibt wohl in Deutschland auch noch Bereiche, wo es 12 Euro kostet. Das finde ich schon Wucher. Ne, fragt einfach mal, wenn ihr irgendwo einen schönen Quittenbaum seht, ob ihr da welche bekommt. Nicht einfach klauen. Ja, ich freue mich da auch nicht drüber, wenn sie mir meine Quitten klauen. Deswegen einfach fragen und dann ist gut. Quitten halten sich übrigens ziemlich gut auf dem Balkon, wenn es ein bisschen kühler ist. Es ist ja die kühle Jahreszeit, Oktober, November. Da kann man die auch ein bisschen aufheben. So, jetzt habt ihr die hier, dann werden die halbiert. Also aufpassen, am besten ein großes Messer nehmen und dann schön so durchschneiden. Und das ist jetzt völlig normal, dass die innen drin auch ein bisschen bräunlich sind. Ja, das ist nicht schlecht, das ist einfach so. Und jetzt müssen wir die Blüten hier entfernen und die Stielansätze. Ich mache es immer so, dass ich sie dann nochmal halbiere, also umdrehe, damit sie nicht so hin und her wackeln. Und schön runterdrücken, beiseite legen und beiseite legen. Jetzt zur Serienarbeit nehmt ihr die und schneidet erstmal alle soweit durch. Hier seht ihr jetzt, die hat weniger Braunanteile. Die ist insgesamt auch sehr, sehr schön und auch schön saftig. Man merkt das schon, wie ich hier auf meinem Messer meine Saftanteile habe. Jetzt nehme ich mal hier die kaputte oder die angegammelte und ihr seht, die sieht wirklich gut aus, bis auf dieses eine Stück hier. Ja, da schneide ich so vorsichtig drumherum und da schneide ich dann gleich mit dem Messer noch raus. Na, dann ist die Stelle weg. Oh, wie das schon wieder duftet. Also es tut mir leid, dass ihr das jetzt nicht nachriechen könnt, aber wenn ihr es nachkocht, dann kommt ihr ja auch in den Genuss des leckeren Quittendufts. Als nächster Arbeitsschritt macht man bei den Quitten das Kerngehäuse raus. Das geht ein bisschen schwer, das ist ziemlich hart, ja, und guckt, dass man hier oben Stängel und Blüte weg hat, und dann legt man sie wieder beiseite. Ja, also einfach nehmen, das ist im Prinzip wie beim Apfel, man kann auch von der einen Seite reingehen, dann von der anderen nochmal.
Also wenn ihr so sauber arbeitet, dann bekommt ihr wirklich das schönste Ergebnis am Ende. Ich habe auch schon mal das Kerngehäuse selber drin gelassen. Das geht auch, wenn man mal nicht so viel Zeit hat. Gibt auch ein sehr gutes Ergebnis, kann man machen. Was aber auf alle Fälle weg soll, das sind hier diese Blütenanteile. Ja? Das gibt einen unschönen Geschmack. Wenn ihr nicht ganz so viel Kraft in den Händen habt, um das hier wirklich mit der Hand so rauszuarbeiten, dann empfehle ich immer, das aufs Brett zu legen und nochmal quer zu halbieren. Und jetzt seht ihr schon, jetzt könnt ihr hier einfach mit einem schrägen Schnitt das auch rausmachen. Ja, das ist ein Arbeitsschritt mehr, aber das geht natürlich auch. Ja, wie gesagt, wenn das zu schwer geht, einfach nochmal hier halbieren. Und jetzt haben wir hier das Kerngehäuse und da gehe ich jetzt mit einem schrägen Schritt hin. Das ist auch ganz angenehm zu arbeiten. Dann müsst ihr nicht so viel aus dem Handgelenk arbeiten. Hier ist jetzt unsere angemackte Stelle. Die muss ich sowieso im Ganzen abschneiden und dann mal gucken, das kommt jetzt weg. Und dann sieht man hier, was hier noch gut ist. Okay. Also hier sieht man jetzt nochmal schön, hier ist schon so ein bisschen dunkel oder relativ dunkel. Das ist noch in Ordnung. Ja, wenn die natürlich komplett braun und so matschig weich ist, dann nicht mehr. Aber so kann man die voll verwenden. Und ihr seht das auch, wenn ihr die durchgeschnitten habt. Nach einer gewissen Zeit bräunen die sich sowieso ein bisschen. Das ist ganz normal. Das ist die Oxidation von den Früchten. Ja, also durch enzymatische Wirkung und Sauerstoff. Also mit Hilfe von Sauerstoff wandeln die Enzyme, die Bestandteile um und das gibt diese Bräunung. Ja, also das ist so eine Art Rost. Ja, das kennt ihr ja auch bei Eisen mit Sauerstoff und dann rostet das. Und so ist das hier bei den Quitten auch. Damit die Quitten ein bisschen schneller entsaften, könnt ihr die einfach noch mal durchschneiden, egal wie, das geht jetzt relativ leicht, weil ja das Kerngehäuse schon raus ist. Achtet bitte trotzdem darauf, dass ihr die Messerspitze aufs Brett legt und dann durchdrückt. Ja, also das kann man auch ohne Festhalten machen. Ja. Kommt auch gar nicht darauf an, dass die besonders schön oder gleichmäßig geschnitten sind, einfach noch mal ein bisschen kleiner. Die großen halte ich mir natürlich fest, damit wir die nicht so wegspritzen und dann einfach durchmachen. Okay, jetzt haben wir hier unseren Entsafter voll mit Quitten. Das sind etwas mehr als 3 Kilo. Wie gesagt, ich schreibe euch das unten in die Videobeschreibung mit den Mengen. Der Entsafter arbeitet folgendermaßen. Wir haben hier unten, wie man sieht, da ist ein bisschen Kalkablagerung drin, ist nicht schlimm. Wir machen hier jetzt Wasser rein, ungefähr bis hierhin. Dann kommt das Ganze auf den Herd. Jetzt kocht das Wasser wie verrückt. Der Wasserdampf kommt hier durch das Loch. Dann durch diese Sieblöcher in die Quitten. Dort wird durch diesen Dampf die Säfte gelöst, ja, und natürlich die Geschmacksstoffe, die hier mit drin sind. Und dann tropft das Ganze wieder hier runter. Und jetzt, da das Loch hier in der Mitte nur so klein ist, da tropft natürlich auch ein bisschen was rein, aber so gut wie gar nichts. Ihr seht, dass hier in dem Bereich, wo der Dampf auftrifft, da sind keine Löcher, damit auch möglichst wenig in mein Wasser tropft. Sondern das, was hier alles runter tropft, das sammelt sich hier im Entsafter und wird dann später durch diesen Schlauch abgelassen. Wenn ihr das jetzt benutzt, dann müsst ihr bitte dran denken, dass ihr unbedingt den Schlauch auch zumacht. Ja, ich habe es auch schon mal geschafft, habe ich angestellt, gar nicht dran gedacht und dann ist hier die ganze Brühe rausgelaufen. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Warum sieht es plötzlich hier so anders aus? Ja, ich muss hier jetzt in die andere Küche gehen, denn ich brauche heute hier ein klassisches Ceranfeld. Ähnlich sieht das bei euch auch aus. Ihr habt also die Heizspiralen, die ihr seht, die hier nach oben gehen und dann hier meinen Topf bzw. mein Wasser
erhitzen. Denn dieser Entsafter, und das ist häufig so, die meisten Entsafter sind nicht für Induktion geeignet. Das heißt, nur wenn ihr einen ganz neuen kauft und darauf achtet, dass ihr einen für Induktion habt. Da ich noch einen älteren habe und den nicht wegschmeißen will, weil der noch gut ist, benutze ich das so. Also Wasser rein, ihr seht meine Füllmenge. Dann gebt ihr den Abtropftopf drauf mit dem Loch für den Dampf. Denkt dran bitte, hier Klammer zu, damit das Röhrle hier offen ist. Wenn ihr den lagert, müsst ihr übrigens das offen lassen. Warum? Wenn ihr das nämlich abklemmt und das noch feucht sein sollte, dann kann das schimmeln. Deswegen mache ich den beim Aufbewahren immer so. Dann kann das hier schön trocken lagern. So, jetzt mache ich das hier mal zu. Lasst ein bisschen Abstand, dann seht ihr auch gleich, wann es anfängt, dass hier Saft kommt. Aufsetzen. So. Hier bitte dran denken, unbedingt einen Deckel drauf, ansonsten geht der Dampf ja weg. Und dann könnt ihr auch nicht Dampf entsaften, sondern ihr macht einfach nur den Dampf durch die Gegend. So, und jetzt müsst ihr einfach warten, bis das Ganze kocht. Je nach Herd dauert das jetzt circa 10 Minuten, bis es anfängt zu kochen. Und dann sehen wir mal weiter. Okay, wie ihr seht, sammelt sich jetzt hier oben bereits der Dampf und das tropft in meine Quitten ab. Ihr könnt das übrigens auch mit allen anderen Früchten machen, also mit Äpfeln, mit Birnen, mit Zwetschgen, das funktioniert immer. Was macht ihr, wenn ihr keinen Dampfentsafter habt? Ich zeige euch in einem meiner nächsten Videos, wie das geht ohne Dampfentsafter. Ja, da möchte ich dann auch ein bisschen Quittenbrot herstellen, so ein leckeres Konfekt. Zeige ich euch dann, wie es geht, aber heute machen wir erstmal schön mit dem Dampfentsafter lecker Quittengelee. Hier sieht man, oder besser gesagt, man sieht es nicht. Hier ist nämlich noch kein Saft drin, das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis wir von hier oben bis ganz unten in den Dampfentsafter wirklich Flüssigkeit bekommen. Circa 30 bis 40 Minuten dauert das. Wir lassen es jetzt einfach in Ruhe laufen. Wir trinken mal in der Zeit einen lecker, lecker Kaffee. So, wie ihr jetzt seht, ist das Ganze schön am Dampfen. Hoppala. Na, also man sieht schon, wie die Linse auch beschlägt. Und jetzt haben wir hier unten auch, das sieht man schön, hier ist jetzt wirklich Saft drin. Ja, und man sieht auch, dass hier diese Füllhöhe, die ist natürlich abgesackt. Warum? Weil der ganze Saft von den Früchten, die Früchte sind noch ganz dick mit Saft voll. Jetzt kommt der Wasserdampf, das quillt auf und dann tropft der Saft raus und unten in meinen Auffangbehälter. Jetzt nehmen wir uns also einen Auffangbehälter, am besten so einen großen Becher, machen den hier unten hin und jetzt öffnet ihr einfach mal das Löchchen. Jetzt sieht man, wie hier der Saft reinläuft. Dann machen wir den Schlauch wieder zu, tropfen das ein bisschen ab und ich gucke jetzt immer, wo der Schlauch hingeht und wenn ich nicht möchte, dass das weiter auf den Boden tropft oder irgendwo hin, jetzt nehme ich den Schlauch hoch und stecke den hier in dieses Loch von der Klammer. Und jetzt habe ich natürlich die Sicherheit, dass mir hier nicht alles unten voll tropft, ja, sondern dass es schön nach oben hält. Den Vorgang mache ich jetzt noch circa 15 Minuten weiter, bis ich sicher sein kann, dass wirklich komplett ausgedampft ist und aller Saft unten in meiner Box ist. So, unsere Zeit ist um. Wir schalten also den Herd mal aus. Jetzt schauen wir mal hier rein und ihr seht, das ist wirklich schön tief runtergegangen. Wir hatten ja vorher bis hierhin gefüllt und jetzt ist hier wirklich unten, das ist alles Matsche. Ja, und der Saft ist hier wirklich raus. Jetzt nehmt euch eine Schüssel, das ist wichtig. Da können wir jetzt diesen oberen Teil abnehmen und hineinstellen. Das gibt uns große Sauerei. Achtung, der Dampf ist immer noch heiß. Bisschen aufpassen.
Entweder seid ihr jetzt zu zweit und ihr lasst diesen Schlauch nochmal wieder nach unten hin ablaufen. Das mache ich jetzt nicht, denn ich habe ja hier noch meinen restlichen Saft. Und den schütte ich jetzt einfach, wie er ist, in meinen Behälter. So, das haben wir erledigt. Und damit sind wir erstmal mit dem ersten Punkt fertig. Hier habe ich richtig schön Saft bekommen. Und jetzt lassen wir den ein bisschen abkühlen. Also der hat ja jetzt ungefähr noch 90 Grad, weil der durch den Dampf, das waren 100 Grad, jetzt haben wir 90 Grad. Wir lassen den mindestens bis auf 50 Grad runterkühlen. So, für unser fertiges Gelee brauchen wir jetzt den etwas abgekühlten Saft. Der hat jetzt noch so ca. 40 Grad. Dann brauchen wir Gelierzucker. Hier, ich nehme immer den 2:1. Das zeige ich euch in dem Video hier oben, was das mit dem Zucker auf sich hat. Könnt ihr auch bei dem anderen Video gucken, wo es um die Konfitüre geht. Dann braucht ihr den Saft von einer Zitrone. Den presse ich jetzt mal aus. Warum sieht die hier so komisch aus? Kein Problem, hier hatte ich schon mal die Schale benutzt, als ich meinen lecker, lecker Grießbrei gekocht habe. Und da wollte ich ein bisschen zitronig aromatisieren. So, das quetschen wir mal aus. Den Saft könnt ihr direkt mit dazugeben. Dann gehen wir mal auf den Herd. Gleich auf hohe Stufe stellen. Dann mit dem Rührlöffel einfach den Zucker hier rein. Einfach vermengen. In der Zeit, wo das aufkocht, zwischendrin immer mal wieder durchrühren, könnt ihr eure Gläser vorbereiten, also die Schraubgläser einfach öffnen und entsprechend hinstellen. Wenn die noch nicht sauber sind, müsst ihr sie entsprechend noch desinfizieren, aufkochen. Es reicht aber so, das hat die Erfahrung gezeigt, ihr müsst euch nicht doppelt und dreifach Arbeit machen. Ihr könnt die Schraubgläser einfach so vorbereiten. Das reicht, wenn die sauber waren. Dann hier mal wieder durchrühren, nicht vergessen, damit das schön gleichmäßig aufkochen kann. Auf Wunsch könnt ihr auch beim Quitten entsaften schon eine Zimtstange mit reinmachen. Mir ist das aber zu weihnachtlich, zu intensiv als Geschmack. Ich mag es mehr ein bisschen puristisch. Solltet ihr mal nicht genug Saft haben, dann könnt ihr auch einfach ein bisschen Apfelsaft nehmen zum Verlängern. Das harmoniert auch sehr, sehr gut. Und trotzdem habt ihr noch einen super Quittengeschmack, weil eine Quitte hat einen sehr intensiven Geschmack. So, jetzt fängt es an zu kochen. Jetzt müsst ihr aufpassen, dass es nicht überkocht. Trotzdem soll das Ganze sprudelnd kochen. Zum einen haben wir hierdurch eine gewisse Reinigung, also wir sterilisieren unseren Saft, ja, durch das lange Kochen. Und zum anderen wird er jetzt auch eingekocht, sodass es richtig gelieren kann. Also der Gelierzucker muss ja auch arbeiten. Der Schaum hier drauf ist ganz normal, das ist nicht schlimm, das sind Eiweiße mit Stärke zusammen. Schön sprudeln, kochen lassen, circa 5 Minuten. Ist das gleiche Prinzip wie bei der Konfitüre. Das blende ich euch hier oben mal ein. Und immer mal wieder rühren. Nach den 5 Minuten macht ihr eine Gelierprobe einfach hier auf euer Tellerchen und ab in den Kühlschrank. Quitte ist ein sehr stark gelierendes Obst, also hier kann man eventuell auch den Zuckeranteil noch mehr verringern, aber aufpassen, wenn ihr zu wenig Zucker drin habt, dann ist es auch nicht mehr so lange haltbar. Ja, also jetzt schauen wir gleich mal, wie die Gelierprobe aussieht. Jawohl, Gelierprobe ist fest geworden, so ist prima. Jetzt habe ich wieder alle eingefüllt. Das ging jetzt ratzfatz. Das habe ich jetzt leider nicht im Video gezeigt, aber das seht ihr auch im Konfitüren-Video. Wichtig ist, dass ihr hier wirklich randvoll macht. Auch hier wieder mehr Gläser als benötigt. Warum?
Ja, wenn ihr erst noch beim Abfüllen neue Gläser bereitstellen müsst, ist es immer ungünstig. Wenn ihr die zumacht, Achtung, das ist wirklich heiß, aufpassen mit den Fingers. Dann hier zumachen. Und jetzt ist auch klar, warum die Rand voll sein sollen. Wir wollen ja auch den Deckel desinfizieren durch die volle Hitze, die wir hier haben, in den Gläsern. Umdrehen und einfach stehen lassen. Wenn ihr wie hier jetzt so ein bisschen gesaut habt, ist nicht schlimm. Das Glas wird später einfach heiß abgewaschen. Ja, dann ist das sauber, weil dieses Gelee, das wird natürlich nachher kleben. Und dann kann sich von außen auch ein bisschen Mikroorganismen dran haften. Das schimmelt dann. Wenn ihr jetzt ein Glas habt am Ende, was nicht ganz voll ist, das ist nicht so schlimm, dann nehmt ihr das einfach als erstes zum Essen und dann sind die anderen safe und ihr habt schon mal lecker, lecker. Das war einfache Gelee-Herstellung, Quittengelee, lecker und einfach. Ich freue mich, dass ihr bei Harry kocht wart und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Da zeige ich euch, wie wir das machen ohne Dampfentsafter. Und wir stellen lecker Quittenbrot her. Lasst euch überraschen. Tschüss!